Damit solche Bilder nicht mehr gemacht werden können, plante die Gemeinde Alf an der Mosel seit langem eine Hochwasserschutzmauer für ihren Ort, die auch größere Hochwässer bis zu einer Höhe von 9,70 Meter abhalten sollte. Es wurden Pläne von erfahrenen Baubüros erstellt, die schon in anderen Moselgemeinden, zum Beispiel Briedel, Hochwasserschutzeinrichtungen mit Erfolg geplant und ausgeführt haben. Im Januar 1999 fing man mit der Vermessung des Geländes an und bald schon begannen die Bauarbeiten. Zuerst wurden sämtliche B- und Entsorgungsleitungen wie Regen, Schmutzwasser, Trinkwasser und auch die Gasleitung umgelegt. Stromkabel und Telefon wurden neu verkabelt. Da der Untergrund für den 60 Tonnen schweren Rammbagger nicht tragfähig war, wurde extra für diese Maschine eine neue Fahrspur angelegt und gut verdichtet. Hier der Rammbagger. Dann wurden die Spundbohlen geliefert, die in einem der nächsten Arbeitsgänge in die Erde gerammt würden. Überall da, wo sie in großer Stückzahl gebraucht wurden, richtete man Zwischenlager ein. Die Spundbohlen wurden dann mit 40 Tonnen pro Druckstoß in die Erde gerammt. Da der Untergrund keine besondere Festigkeit, Steine oder Felsen aufwies, kam man mit der Fertigstellung der Spundbahn schnell voran.
Quer durch die Bundesstraße wurde die Spundbohlenwand getrieben bis zum Ufer des Alfbachs. Diese blauen Manschettenrohre wurden mittels einer Injektionsbohrung in die Erde gebracht und anschließend mit Beton gefüllt, um so die Untergrundverdichtung fortzusetzen. Am Anfang der Mauer beim Kindergarten wurde dann eine Sauberkeitsschicht für Schalung und Bewehrung in Angriff genommen. Dann erfolgte der Aufbau der Eisenarmierung. Dann wurde verschalt und das Ganze mit Beton vollgegossen. Immer wieder überzeugten sich verschiedene Kommissionen vom Fortgang der Arbeiten, die ja bis zu einem gewissen Termin fertig sein mussten. Auch am Dorfende Richtung St. Aldegund war die Spundbohlenwand eingebracht und die hölzernen Baggermatratzen zum Schutz der Straße konnten schon abtransportiert werden. Nach dem Abnehmen der Schalung konnte man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie diese Hochwasserschutzmauer einmal aussehen könnte. Da unter der Mauer der Alpha-Kreuzung eine Kiesschicht war, musste auch hier durch Injektionsbohrung und Verfüllung mit Betonmanschetten das Erdreich abgedichtet werden. Bis zum Dezember konnten die Baumaßnahmen ohne größere Beeinträchtigung weitergeführt werden. Aber im Dezember 1999 regnete es einfach mal wieder zu lang und zu viel und am zweiten Weihnachtstag konnte es sich die Mosel nicht nehmen lassen, nach der Mauer zu sehen. Da der Höchststand bei diesem Hochwasser 8,75 Meter war, hätte die Mauer, die bis 9,70 Meter hält, hier gut zu sehen die Mosel aus Alf herausgehalten. Auch die Baucontainer hätten fast nasse Füße bekommen. Sobald das Wasser wieder weg war, wurden unverzüglich die Arbeiten wieder aufgenommen. Dann
folgte die Verblendung der kahlen Mauer mit Natursteinen. Hier die Arbeiten an der Mauer bei diesem Hotel. Natürlich ging es bei den Bauarbeiten zu diesem großen Projekt nicht immer ohne Probleme ab, wie hier ein Wassereinbruch bei einem Pumpenschacht an der Kirche. Die Kreuzung hat mal wieder ein anderes Gesicht bekommen und die Autofahrer müssen sich alle paar Wochen umstellen. Und hier sieht man jetzt die im Kreuzungsuntergrund eingebauten Ankerplatten für die mobile Dichtwand, die im Fall eines Hochwassers quer zur Mosel eingebaut wird und so das Wasser abhalten soll. Hier noch einmal die Ankerplatten, das eigentliche Fundament der Dichtwand innerhalb der Kreuzung. Sobald die Erde verdichtet war, wurde asphaltiert. Und nun sind von den wichtigen Ankerplatten nur noch diese Vierecke zu sehen. Die Mauer ist fertig verblendet und fügt sich sehr gut in die Landschaft ein, ohne aufdringlich zu wirken. In einigen Jahren wird sie ganz begrünt sein. Am 16. September wurden dann von der Freiwilligen Feuerwehr Alf in einem Probeaufbau alle mobilen Aluminiumelemente des Hochwasserschutzes aufgebaut. Die Arbeiten waren problemlos und ohne Schwierigkeiten wurde dieser Teil des Hochwasserschutzes aufgebaut. Für den Ernstfall ist man jetzt in Alf gut vorbereitet.
Und nun der große Tag der Einweihung durch Staatsministerin Claudia Martini am 19. September im Jahr 2000. Zahlreiche Ehrengäste und natürlich viele Einwohner von Alf waren gekommen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich quasi im Namen der Bauherrin als Vertreterin der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz sehr herzlich zur Einweihung und Übergabe der Hochwasserschutzmaßnahme hier in Alf begrüßen. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Martini, sehr geehrte Frau Starke, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem für uns Alfa so bedeutungsvollen Tag. Vor fast genau einem Jahr wurde hier an diesem Platz der erste Spatenstich von Ihnen, Frau Staatsministerin Martini, vollzogen. Und nicht ohne Grund sind heute der Einladung zur Fertigstellung und Übergabe der Hochwasserschutzmaßnahme an die Gemeinde Alf viele Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben gefolgt. Frau Staatsministerin Martini, sehr geehrte Herren Abgeordnete, sehr verehrte Frau Vizepräsidentin Starke, sehr verehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr verehrte Frau Bürgermeisterin, Frau Esser, meine sehr geehrten Herren des Rheinland-Pfälzischen Landtages, Herr Fraktionsvorsitzender Joachim Mertes, Herr Luje, Herr Landrat, Frau Vizepräsidentin Starke, sehr geehrter Herr Pfarrer Arndt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Herr Verbandsbürgermeister Simon, dass wir heute amtlicherseits sozusagen die erste Begegnung haben. Wir haben uns ja schon häufig an anderer Stelle getroffen. Wir haben dann, wenn das sogar überschritten werden, dann haben Sie trotzdem einen Vorteil, denn die Mauer, die Einrichtungen jetzt geben Ihnen das, was bei Hochwasser auch sonst bietet. Menschen, die hier in Alf leben, vor der unbändigen Kraft des Wassers schützen, damit sie hier gut und friedlich leben können. Sei allen nahe, die diesen Schutz aufbauen, und lass sie zum Segen für ihre Mitmenschen werden. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und unseren Herrn. Amen. Ich verzichte auf das Weihwasser. Ich hoffe, dass nicht genügend Wasser von der Rückseite kommt. Doch heute soll es das Wasser sein, das nun gebändigt hinter Mauern die Alver lässt nicht länger trauern. Ich hoffe, wenn der Pegel klettert und alles übers Wetter wettert, dass dann die Zeit gekommen ist, wo man das Wasser schnell vergisst. Mauer soll das Wasser bleiben. Seht euch mal die Mauer an, stabiler sie nicht werden kann. Vor der Mauer soll das Wasser bleiben. Abgeordnete. Und mich lasst euch jetzt was auf. Ja, jetzt kommt keiner mehr durch hier. So, jetzt kommt elegant. Keiner. Das ist das Wichtigste an dem Bild. Und hoffentlich werden die Kinder, die diese Bilder auf die Hochwassermauer gemalt haben, später mal sagen: Hochwasser in Alf? Das gab's früher mal. Heute haben wir doch die Mauer.